Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Fangame aus dem New Snipers Fangame Contest. I Wanna Find the Sealed Power 2. Der Nachfolger von I Wanna Find the Sealed Power 1, logischerweise, den wir beim letzten Contest gespielt haben. Ich kann mich an dieses Spiel sogar noch relativ gut erinnern, weil das eins von, ich glaube, zwei Spielen waren, die die Lautstärke überhaupt nicht unter Kontrolle hatten und die so komischen Sound hatten. War gar nicht Steuerung, ne? Fangen wir mal damit an. Das ist immer gut. Was ich ja sagen muss. Dass der Hintergrund ein bisschen pixelig aussieht, um ehrlich zu sein. Aber wollen wir keine vorherigen Schlüsse ziehen hier. Was haben wir denn hier? Hard, very hard, impossible. Medium. Ja, Medium. Medium und gewinn. Was ist denn da gerade passiert? Tötet mich das? Natürlich. Wir müssen erstmal einen Tod sammeln, mindestens. What the fuck, Alter? What? Traps, natürlich Traps, was auch sonst. What the actual fuck? Gut, können wir ja mal speichern. Keine Ahnung, ich hab gerade so einen leichten Mindfuck, könnte man sagen. Oh, ich bin nicht schnell genug. Ach komm. Scheiße, mal wundern. Man kann ja sagen, was man will, aber das ist. Oh, ich kann den töten. Schießt der auf mich? Schießt der random? Ach komm. Das Ding war, dass dieses Spiel sich letztes Jahr schon nicht dadurch ausgezeichnet hat, dass es sonderlich sprite-affin war oder sonderlich schön aussah. Weißt du? Und dann kam der Sound noch dazu, der letztes Jahr echt um ein ganzes Stück schlimmer war als dieses Jahr, obviously. Alter, wie viel hält der Boy denn aus? What the fuck? Oh, da war er gerade kaputt, in deinem Ernst? Oh mein Gott. Aber, keine Ahnung, sollte das jetzt eben so als eine Story sein, oder? Wenn ja, habe ich sie nicht verstanden. Ach komm, ist... Wow, Alter. Weißt du, das ist hier die erste Szene und ich krieg schon mal zu viel. Kann man bitte mit einer... Das ist zum Kotzen. Du hast da unten hast du halt keinen Bewegungsraum im Endeffekt. Und ach Mann! Das ist doch Kacke hier! Was denn? Oh mein Gott, das war ein Missklick. Ich weiß halt nicht. Keine Ahnung, das ist das Spiel. Es hat schon wieder angefangen und ich weiß schon wieder nicht wirklich mehr, was dazu zu sagen. Es erinnert mich echt stark an das letzte Jahr. Und irgendwie ist dieses Improvement ist jetzt nicht so wirklich real. So fairerweise sagen, wehe, hier kommt noch eine Trap, ich sag euch, ich... Langweilt mich! Trap Games! Langweilt mich so unfassbar krass! Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das letztes Jahr so ein krasses Trap-Game war. Vielleicht war so letztes Jahr einfach kein krasses Trap-Game, das würde einiges erklären. Das würde zumindest erklären, warum ich es nicht als Trap-Game in Erinnerung habe. So, jetzt müssen wir mal gerade was testen. Kann ich hier hochjumpen? Ja. So. Das war aber die letzte Trap, oder? Ja, dankeschön, Alter.
wäre noch schöner gewesen. Ach ja, sicher doch. Ich komme in den Raum rein und werde erstmal. What the fuck, Alter. Du kommst in den Raum rein und wirst. Ich verwechsel erstmal hart. Ja, whatever. Kann ich da speichern, ne? Wo bin ich? Ich bin nach rechts gegangen und jetzt bin ich weg. Hammer. Okay, der Boy tötet mich. Kann nachher bitte keine Traps haben? Okay. Der Typ kommt angeflogen, was auch sonst. Es ist ja alles hier Ghost and Goblin Theme anscheinend. Scheiße. Ein Ghost and Goblin Theme, was ich nicht so ganz dolle finde, um ehrlich zu sein. Kann man ihn da dodgen? Das ist die Frage. I believe, dass das schon irgendwie geht, aber. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir unsicher. Das Ding ist, wenn der die so quer schießt, dann komme ich ja gar nicht weiter. Ach komm, Alter. Ja, muss ich ihn denn kaputt machen oder was? Ah ne, ich kann ihn gar nicht kaputt machen. Kann ich denn, ne, nach unten kann ich auch nicht? What the fuck, Alter? Ne, es ist halt schon, keine Ahnung, ich hab hier irgendwie, mir fehlt gerade so ein bisschen der Zusammenhang. Aha, kann ihn lutschen. Das wollte ich doch wissen. What the actual fuck, Alter. Dass die Dinger sich hier bewegen, ist halt auch wieder mal voll nicht cool. What the fuck? Also ganz ehrlich, das sind hier echt. Wir spielen hier mehr oder weniger mit super lame Traps die ganze Zeit. Oder wir spielen um super lame Traps drumherum. Oder versuchen es zumindest. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie es aussehen mag. Oh mein Gott, und dann muss ich da noch nach oben und dann noch einen nach oben. Dann ist es geschafft im Endeffekt. Aber das will erstmal accomplished werden, ja. Und wehe, da oben ist dann wieder eine Trap, wa? Ja, Stress. Eventuell sogar Stress in Form von angedrohtem God-Mode. Ich meine, noch bin ich ja nicht dabei, ne? Aber keine Ahnung, die ganzen Traps langweilen mich halt schon wieder ziemlich krass. Diesen letzten Sprung da noch nicht so drauf. Weil das ist halt auch wieder so die Inkarnation von langweiligen Traps einfach nur speichern, dankeschön. Und den Netz. Okay, man sollte fallen. Hey, wir sind beim ersten Boss. Der ein bisschen durch die Gegend schwebt. Ah, die Dinger schießt man ab. Okay, wusste ich nicht. Wie viel hält der Boy denn aus? Oh mein Gott, ich hab schon wieder vergessen, dass man die Kacke abschießen muss. Ich muss ja fairerweise sagen, dass diese Musik. Dass ich diese Musik jetzt auch gar nicht mal so geil finde, aber. Alter, was passiert denn da auf dem Bildschirm? Random Fests of Doom. Oh. Der hat auch random Angriff, oder? Also er hat kein Pattern. Na toll. Oh nein. Oh. Jetzt? Aha. Ich kann doch mal was anderes. Okay, der Angriff ist ein bisschen stupid, weil sonst ja nichts passiert.
What the fuck, Alter? Ach, das kann doch nicht sein, dass ich den nicht getroffen habe, obwohl ich die ganze Zeit reingeschossen habe. Aber was ist denn das für ein Boss? Der fühlt sich irgendwie voll strange, merkwürdig, schlecht an. Also, von dem, was er macht, so. Ja, jetzt nur mal, wenn er sowas macht. Ah. Er hat wieder gelernt. Das kann nicht sein. Weil das ist aber wieder ein ähnliches Problem, was das Spiel, glaube ich, auch im letzten Jahr schon hatte. Die fucking Projektile sind alle mini, mini, winzig klein, Alter. Das ist ja echt der Shit. Ja. Komm schon. Ja, aber hatte ich ihn jetzt gerade eben eigentlich schon ganz gut down gehabt. Och komm. Muss ich irgendwas triggern? Hallo? Reicht das eigentlich wenn nicht? Einfach nur. Nein, ich glaube, das reicht nicht. Einfach nur stehen reicht nicht. Komm schon, geh nach oben. Nach oben! Oh, hallo? Hallo? Ja, aber sonst geht's gut. War hallo? Ich hab keine Ahnung. Hab ich da irgendwas konsequent falsch mache oder was? Ich hab nicht. Guck mal, was soll denn das? Insbesondere wenn ich hier stehe, da habe ich den in irgendwie so einem Loop, weil mehr als nach oben gehen und. Also manchmal nach oben gehen und keine Ahnung. Unten den Feuerlaser des Todes zu machen, hat der irgendwie nicht drauf. Ist halt auch gut, dass ich ihn da jeweils nur einmal treffe, wa? Jetzt geht er wieder unten. Das ist der Shit! Ist ein guter Boss. Doch, wirklich. Ich meine, man kann schon Improvement. Nein. Ach Mann, wenn ich die Kacke nicht treffe, weil das so kleine Wichs-Projektile sind, Alter. Ich meine, man kann Improvement sehen, ja? Aber das war's auch. Also so ein bisschen, so ganz klein. Ganz minimalistisches Improvement kann man sehen. Jetzt beweg dich nach oben, bitte, Alter. Joke, Alter. Wie ich diese Scheiße nicht treffe, Alter. Das kann eigentlich nicht sein, dass ich die Kacke nicht treffe. Das geht eigentlich wirklich nicht. Das geht, also wie gesagt, eigentlich ist es unmöglich, dass diese Feuerdinger da durchkommen, ohne dass ich sie treffe. Aber das Spiel sieht das wohl anders. Guck dir das an! Als ob ich die nicht getroffen habe! Deswegen, ich merke das halt gerade so ein bisschen, dass wir an so einem Lappenboss, der eigentlich nichts kann, also jetzt gefühlt schon ewig hängen, weil, ja, keine Ahnung warum. Weil, Baum. Oh, ja. Guckt euch das an. Das kann nicht sein. Ich bin die fucking Plus-Taste am Spammen. Das geht gar nicht, dass der Handangriff durchkommt. Eigentlich geht das nicht. Das ist ja die größte Herausforderung ist hier echt immer diese kleinen Pimmelsdinger zu treffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen auf mich reagiert. Also, was ich so mache. Wow. Alter, verzieh dich doch mit deinem. Wow. Das ist auf der anderen Seite, ne? Ja, und der Boy will halt irgendwie immer zu mir. Geht's. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich zunächst mal diese Funken wieder ein bisschen unter Kontrolle. Ja. Was macht denn jetzt dieser eine Ding sie da? Was hat der eine Ding sie da gemacht? Der Trick ist echt nur diese. Am besten konzentriert man sich nur auf die Funken. Hallo? Ab und an trifft man dann ihn auch dabei, das ist dann gut. Oh mein Gott, Alter. Verzieht euch doch, Alter, wie viele das mittlerweile sind.
Oh mein Gott. Ich hab einen anderen Angriff gemacht. Ja, ich guck in die falsche Richtung, Mama. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Alter. Das ist doch scheiße. Oh. Ganz ohne Spaß. Der Boss rührt mich an. Das ist auch kein Boss, den du gerne machst. Der ist einfach nur öde. Komm schon, beweg deinen dummen Arsch da hoch. Keine Ahnung, ich darf diese Position hier dadurch halt nicht verlassen. Irgendwie. Ansonsten bin ich des Todes. Keine Ahnung. Oben. Keine Ahnung. Warum ist jetzt da ein Ding nach oben gegangen? Ich check es nicht. Also, keine Ahnung. Nö. Keine Ahnung. Der komische Feuerhund ist des Todes. Also des Todes ist er sowieso, weil er halt jetzt gleich einfach mal hart verrecken gehen wird. Hoffentlich. Irgendwann. Soon. In diesem Jahrhundert noch. Wäre ganz cool. Jetzt kommt der da unten irgendwo runter, das ist echt der Shit. Komm schon, Alter. Doch irgendwie. Jetzt kommt der wieder auf deine Seite runter. Nein! Oh mein Gott, Alter. Da hatte ich wieder mal ein bisschen Schiss. Oh mein Gott. Guck mal, da sind noch irgendwie zwei Hits oder so. Oder drei. Oder so. Komm, jetzt hoch. Oder vier. Was? 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 Lol. Also ich sehe die Lebensanzeige nicht mehr. Boah, Alter, der Boss ist scheiße. Der Boss ist wirklich scheiße, einfach nur. Leck mich mal am Arsch. Jetzt kommt wieder diese Ausdauernummer hier. Oh Mann, Alter. Können wir jetzt nochmal sterben, mach ich einen Gottmod an. Für den Boss zumindest. Leck mich am Arsch. Bock mal auf den Boss. Ja. Scheiße auch drauf. Also ganz ehrlich, der Boss ist vom Design her halt voll der Bullshit, einfach mal. Man hat davon abgesehen, dass ich sowieso das Gefühl habe, dass der hart am Rumbacken ist, aber gut. Games, Games, das ist dann, ja. Gottmod und schon was included. You can activate God Mode by clicking the button on the save select screen. Ah, da unten. Ne? Ja, da hat er mal gerade dann auch meine Steuerung wieder gekillt. Was aber ganz cool ist, dass man jetzt ein Schicken ist. Moment. Ja. Kannst du ja am Arsch lecken mit deinem Wichsfeuer, Alter. Ich bleib jetzt hier unten stehen und putte dich einfach. Danach machen wir den Gottmod auch wieder aus, aber der Boss kotzt mich gerade einfach noch an. Leck mich am Arsch, ja, mit der Welt. Jetzt hör auf, dankeschön. Ja, das Spiel mit der Lautstärke, mit den Lautstärkenprobleme. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal kurz hier hin. Ist der jetzt aus oder an? Aus an, weiß ich. Das, warum hat er sich das jetzt nicht gemerkt hier, Alter? Keine Ahnung. I don't even know. Stellen wir es nochmal gerade um. Gott, verdammte Scheiße. So. Jetzt aber. Oh, Maus und Bild, das ist auch nicht immer gut. Das sind wieder diese schlecht ausgeschnittenen Schuriken, das sind die am rumfliegen. Ich glaube nicht, dass die Schuriken einen, weiß ich nicht, riesengroßen weißen Rand haben sollen.
Das könnte ja aber unser erstes Gimmick werden. Den Schlüssel, den man da umeinsammeln muss. Das ist auch, glaube ich, ich habe ja am Anfang mal gesagt, habe ich mir mal eine Prognose gegeben, was so an Collectible Items ungefähr, was ich persönlich so machen würde, wahrscheinlich. Und da ist unser erster Schlüssel. Ach, das ist schlecht. Ich bin richtig schlecht, denken wir mal. Das Ding ist, aber ich muss doch dann auch wieder zurücklaufen, oder? Also den straighten Weg. Ist nicht gut, was ich hier mache. Ich muss immer sagen, dass ich das mit dem Game Mode und dann spielst du als Chicken, fand ich schon ziemlich cool. Also das, da hat sich wenigstens einmal einer Gedanken drüber gemacht. Das ist eigentlich voll der Pussy-Modus ist. Im gleichen Moment muss ich sagen, dass das Spiel jetzt nicht allzu viel zu bieten hatte, als dass man den nicht wirklich die ganze Zeit einfach nur anlassen kann. Weil spielerisch ist das halt hier echt gerade nicht allzu viel, muss man fairerweise echt sagen. Ja, das ist doch ein Joke, oder? Ja, ich hab das Gefühl, ich müsste da einen Diamond machen, schon fast. Weil der zweite Jump halt so unfassbar close ist. Also es ist halt kein richtiger Diamond, weil ich da nicht so knapp reinjumpen muss. Aber so der zweite Jump, da leck mich mal am Arsch. Ja, das ist auch scheiße. Das ist auch super unberechenbar. Warum macht man da eine Plattform rein? Erklären wir das mal. Naja, also keine Ahnung, ist gameplay-technisch fühlt sich das ja irgendwie alles nicht so wirklich ausgewogen an. Muss man mal echt sagen. Ja, natürlich war. Weißt du, die Plattform hat 32 Blöcke, um hin und her zu fahren. Und natürlich war genau in dem Moment, wo ich da bin, war die scheiß Plattform nicht da. Ist schon klar, Spiel. Ist schon alles gut. Aber das Problem, was ich sehe gerade, ist, nicht da hochzukommen mit der Plattform, sondern vielmehr wieder runterzukommen mit der Plattform. Und diese Musik, weiß auch nicht so ganz genau, wo sie hin will. Manchmal ist sie voll leiser und dann auf einmal dreht die voll auf. Also was halt, nee, ja, voll leise ist eine Lüge, aber keine Ahnung, aber ich glaube, das liegt an der Musik an sich, an dem Stück und nicht an der Einstellung. Dankeschön. Ah, hier oben ist ein Speicher, hab ich gesehen. Ja, das ist halt genau das, was passiert. Sehe, aber da komme ich halt nicht wieder raus, oder? Halt, ich muss da unten noch. Wie soll ich das denn machen, wenn man fragen darf? Das geht nicht. So, ich muss da hinten raus. Ach, ist da einer hinter der Safebox? Das ist auch frech. Komm, Alter, jump doch. Dummer. Molucke. Der macht den Double Jump nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Guter Double Jump! Leck mich doch mal wieder am Arsch! Mach den Double Jump nicht. Aber hier hinten runter geht es. Doch, null. Da runter geht es. Jetzt mal, der Trick ist nicht stehen zu bleiben. Sprungtaste, lol! Was hat denn der aufgemacht? Ja, da hat Windows gemeint, weil ich auf die Tastung gemerkt habe, dass ich irgendwas öffnen wollte. Was natürlich Stummsinn ist. Okay, da kommt man auch vorbei, Alter, ne? Das ist aber echt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Na gut. Natürlich! Lass doch nochmal laufen. Und es ist wie in so vielen Fangames, einfach loslaufen ist die beste Methode, das Ganze jetzt zu machen.
Wobei ich sagen muss, dass diese Köpfe ziemlich uninteressant sind, wenn man einmal losgelaufen ist. Und das meine ich, jetzt ist die Musik wieder so übertrieben laut einfach nur. Oh mein Gott, das ist so nervig. Das ist halt genauso, als ob du einen Timer auf die Tür hättest. Weil du halt einfach nur immer straight weiterlaufen musst. Jetzt... Dankeschön. Ach Mann, die Gurensprungtaste will nicht, ey. Liegt bestimmt nicht daran, dass ich viel zu spät erst drücke. Ey, war gerade in die Facecam gucken, lass mich. Yay, Success. Okay, ich kann die Viecher töten. Das ist gut. Aber wieder, ne? Super kleine Projektile. Ich hab vergessen, dass dieses Spiel gerne mit Traps rumspielt. Oh mein Gott, ist das nervig. Und jetzt musst du halt... Ja, genau. Es hat jedes Mal diese blöden Fledermäuse triggern. In der Hoffnung, dass sie dich nicht instant kaputt machen, wenn du sie triggerst. Und dann war hier irgendwo, ne? Ja. Ne, oh, den muss ich auch abschießen, alter Schwede. Halt mich mal marsch. Alter. Mann, es reicht! Es reicht einfach nur. What the fuck? Was macht die Fledermaus jetzt da? Die hat noch Pläne, ey. Keine Ahnung, die Traps ficken mich halt wieder überhaupt nicht an. Das ist der Shit einfach nur. Das ist halt wieder so. Und das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das auch schon beim letzten Spiel gesagt habe. Das fühlt sich halt wieder so an, als wäre das Spiel 1000... Nein, das ist selbstverständlich auch ein Spiel. Das fühlt sich an, als ob das Spiel halt schon wieder voll alt wäre einfach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel nicht voll alt ist. Weil das ja extra für den Contest gemacht wurde. Dementsprechend ist es einfach bad. Oh mein Gott, ja. Fick dich doch mal ins Knie, wär's immer damit. Ganz geschmeidig. Weißt du? Du wirst von Traps überhäuft. War... Das war halt damals ziemlich das Einzige, was die Leute kannten. Traps, Traps und eventuell ab und an mal Needle Game. Was für eine Scheiße, Alter. Was ist mit dem Lizardman? Muss ich ihn abschießen? Ja. Ich kann ihn abschießen, das ist schon mal gut. Boah! Langweilt mich das! Das ist der Shit einfach nur! Ganz ehrlich, wenn ich in diesem Raum noch an irgendeiner Trap sterbe, also jetzt nicht an welchen, die wir schon kennen, das ist halt ein Pech, aber wenn ich an irgendeiner Trap sterbe, die noch dann neu dazukommt, dann mach ich den Gott mal ran. Dann reicht es mir. Ach, ich... Boah! Fick doch mal die Traps, Alter! Die Traps und die ganzen Mini-Projektile, die man alle treffen muss hier. Oh, Mama. Ist das behindert, Alter? Oh, ich bin zwar zurückgelaufen, aber das hat das Spiel dann auch nicht mehr interessiert. Kann ich denn ernst sein? Insbesondere, wie kann es denn sein, dass ich, wenn ich dahin mäche, dass ich die nicht treffe? Ich kann nicht sagen, wie das sein kann, weil das fick kleine Wix-Projektile sind. Deswegen kann das sein. Boah, la. Also, Projektile ist ja eigentlich nur das falsche Wort. Ich meine natürlich, mehr oder weniger kleine Ziele, die man treffen muss. So. Jetzt habe ich noch zwei getriggert, auch gut. Wo ist dann der dritte Holo? Okay, der hat heute keinen Bock mehr, das ist doch auch okay. Meine Fresse, Alter.
Oh, Mr. Lizard Man. Guck, weißt du? Oh mein Gott. Ich krieg zu viel. Aber es war kein Trap. Insbesondere, weißt du, das sind dann auch wieder alles so Traps. Die siehst du einmal und danach kümmern dich diese Traps eigentlich gar nicht mehr. Und Spaß, wo ist denn der dritte von den Kollegen hier? Ja. Die haben einfach keinen Bock mehr. I guess. Weil du nämlich dann weißt, wo sie sind, du weißt, wie man sie ausweichen kann, weil es alles voll simpel ist, sie auszuweichen. So, kann ich jetzt... Dankeschön. Oh, das ist ein Wuss-Safe, ja, ja. Ohne Spaß, das ist ein Wuss-Safe. Stellt euch mal vor, ich hätte die normale Schwierigkeit genommen. Ohne Spaß, dann stände ich jetzt wieder da unten. Muss man bei den Gottmod, jetzt muss ich eigentlich auch die Controls einstellen, weil ansonsten rafft das Spiel wieder gar nichts. Natürlich. Warum guck mal, dass das sich nicht merken kann? What the fuck, Alter? Jedes Mal da die Controls einstellen musst. Los. So, ich bin Chicken, ja. Trap. Das war's dann schon mit dem Trap. Ich spiel mal ein Spielchen mit den. Der ist immer unter mir. Ah ne, und der ist gespawnt, natürlich. Oh, Trap. Das ist so langweilig. Hallo, willst du mich mal bitte hier entfliehen lassen? Hallo, nicht das Hühnchen verfolgen. Das Hühnchen macht alle kaputt. Weiß da jeder. So, jetzt kann ich hier. Das ist schon wieder ein Trap gewesen, Alter. Leck mich doch mal am Arsch. Du wirst doch von einem Ding verfolgt. Ist auch irgendwie. Würde ich im Endeffekt macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied. So. Speichern wir mal, wer weiß, was da noch kommt. Ach, wir sind beim zweiten Boss. Stirb. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. What the fuck, Alter. Wie viel ich jetzt überhaupt noch von dem Boss sehen möchte. Wie viel ich auch von dem Boss sehen möchte. Ja, wie viel ich von dem Spiel noch sehen möchte. Also scheint ja einiges an Welten zu geben. Das da kann auch als Gimmick durchgehen. Mehr oder weniger. Oh, well. Ja, okay, Gimmick. Wenn man ein Auge zudrücken, geht es als Gimmick durch. Ist hier oben noch irgendwas? Okay, der Schnee, wo man so langsam durchgeht, das ist wirklich ein Gimmick. Wobei der auch, also hier, insbesondere hier bei den Spikes sieht das halt voll scheiße aus. Da weiß ich nicht, warum man die Spikes nicht so wie unten da auch zum Beispiel in den Schnee eingebettet hat. Hier ist die Musik dann wieder voll leise. Lass uns doch mal gerade in die Readme-Datei gucken, ob es noch irgendwas Interessantes in dem Spiel zu geben sehen wird. Keine Ahnung. Das Spiel überzeugt mich halt jetzt nicht wirklich so. Merkt man vielleicht, ja? Ich bin nicht überzeugt. So, kein bisschen. Games is a Moon. Scott Moore. Naja, das haben wir schon mitbekommen. Scott Moore, ja, mit mir voll. Please do. Ja. Collecting Bats, Ghosts, Zombies, just to name a few. Ja, das. Ja, also wie gesagt, Gimmicks waren genug da. Wobei Traps als fucking Gimmick zu nennen, ist schon redonkulos. Ja, collect the key to open a door, das ist okay. Okay. Wir gucken gerade.
im Endeffekt auf den Hintergrund von dem von der Primal Rage Stage oder von einer Primal Rage Stage. Wie gesagt, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Hallo, man kann einen Charakter da hinsetzen, wo man. Ach so, interessant. Komm, wir suchen mal die Misogame. Weißt du, wir haben das Spiel jetzt noch nicht lange gesehen. Wir suchen mal die Misogame im Spiel. Ich glaube, wir müssen einmal kurz durch das Spiel durch im Endeffekt. Das ist jetzt echt so ein bisschen auch nur dieser Geist-Style. Die haben ja auch immer mal wieder dieses mit den Bildern in der Mitte. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Nichts ist echt interessant. Story. Okay, ich glaube, wir haben unsere Misogami-Anspieler gefunden. Sie war nicht überzeugend. Was haben wir so ein Ziel? Jetzt haben wir wieder irgendeine Trap. End of Alpha. Ah ja, okay, hier ist dann vorbei. Okay. Bewertung und los. Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung von I Wanna Find the Sealed Power 2. Hieß das Spiel so? Ich glaube, das Spiel hieß so. Ich bin voll unvorbereitet. Warum ist denn die doofe Readme-Datei gar nicht offen? Da. So, jetzt haben wir es aber. Ja, I Wanna Find the Sealed Power 2 von... Mein Gott. Cia Pabak. Was auch immer. Ja. War ein Fangame. Wie gesagt, letztes Jahr hat er ja auch ein Fangame schon submitted. Das war letztes Jahr, war das auch schon nicht so gut. Ich würde behaupten, dieses Jahr gab es ein paar Improvements. Ich weiß aber leider Gottes auch nicht mehr, was das Spiel letztes Jahr an Punkten bekommen hat. Deswegen ist das immer relativ mit den Improvements. Aber es gab ein paar Improvements. Und ja. Fangen wir einfach mal an. Und zwar erstmal vorne mit den Regeln. Ja, die Misogami-Anspielung war mal wieder super lame. Es gab eine Primal Rage Hintergrundgebims. Hintergrund, Background, Teil, was ich nicht erkannt habe, weil ich halt kein Primal Rage Kenner bin, also ich kenne das Spiel überhaupt nicht, habe ich auch schon x-mal jetzt mittlerweile gesagt. Der Rest hat soweit funktioniert, Readme heißt da, Godmod hat funktioniert. Der Godmod hatte sogar ein ganz cooles Gimmick, das mit dem Hühnchen. War, glaube ich, einer der Gimmicks, die mir am besten gefallen hat in dem Spiel, was wiederum ein bisschen traurig ist, aber war auch alles da, also wie gesagt, Regeln nicht verstoßen, kein Abzug. So, dann Steuerung konnte man ändern. Ja, Steuerung konnte man ändern. Ende der Geschichte. Plus 1. Ne, so ein bisschen warten. Ich habe theoretisch Tee hier neben mir stehen und ich würde gerne was trinken, aber da ist mir noch zu warm. Insbesondere bei dem Wetter. Müssen wir Wasser trinken. Hilft alles nichts. So, dann Grafik. Ja, was gibt es zu der Grafik zu sagen? Die Grafik ist generell, kann man nochmal gerade hier aufmachen, das fängt halt schon an bei der Grafik, bei diesem ersten Hintergrundbild, oder wenn ihr das mit dem Mond im Hintergrund, wenn ihr euch noch erinnern könnt, der so ein bisschen verpixelt ist, das ist schon in der Regel kein gutes Zeichen. Dann waren die Hintergründe an sich ziemlich häufig verpixelt. Also ich glaube, bis auf das letzte, wo man in diesem, ja, dieser Mansion, oder, ja,
Gut, und das Himalaya-Gebiet, das war auch nicht verpixelt. Aber ansonsten, also die ersten beiden waren verpixelt, die letzten beiden nicht. Ja? Das passiert immer dann, wenn man Backgrounds meint, die eigentlich viel kleiner sind, meint, auf eine ansatzweise Größe zu zerren. Das funktioniert selten, dass das gut aussieht. Dann gab es natürlich noch die Sache mit den unfassbar vielen Sprites, die nicht vernünftig ausgeschnitten wurden. Also ich möchte mal an die sich drehenden Schuriken erinnern, die echt, weiß ich nicht, so einen dicken weißen Rand hatten, der da eigentlich nicht hingehört. Ja? Und das hat sich halt auch so durchgezogen. Also es gab mehrere Sprites, die einfach nicht vernünftig ausgeschnitten wurden. Auch der Typ in diesen Cutscenes, der da durch die Gegend geflogen ist, der sah auch immer aus wie Rübe Nase, ja. Also auch das nicht sonderlich gut. Auf der anderen Seite gab es aber auch wiederum Sprites, die ziemlich gut aussahen. Zum Beispiel generell alle Bosse, ja. Die haben zwar wenig gemacht und die Bosse waren auch ziemlich lame, so generell, aber sie sahen zumindest ganz gut aus. Ja? Waren auch in der Regel animiert und haben sich so ein bisschen durch die Gegend bewegt. Das war schon ganz okay. Aber ansonsten ist halt grafiktechnisch, man könnte jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwas Großartiges vermittelt wurde mit der Grafik. Keine Ahnung, also es war eher so mittelprächtig bis eher schlecht. Dementsprechend hat die Grafik auch von mir dieses Mal 4 Punkte bekommen. Weil wie gesagt, insbesondere die ganzen Sprites, die nicht vernünftig ausgeschnitten sind, ist halt echt nicht gut. Ja. So, gehen wir mal weiter zum Sound. Ich habe zumindest nicht die Standardmucke gehört, ja, die ganze Zeit von I Wanna Be The Guy. War ziemlich lang diese Ghost and Goblins Musik. Gut, in der Ghost and Goblins Stage, das macht irgendwo Sinn. Also, muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Und ansonsten war die Musik eigentlich auch immer ganz passend. Muss man fairerweise sagen. Also, in der Schneewelt war eher so ein bisschen ruhigere Musik und dann in dieser Menschen war schon, ja, wie soll man das so beschreiben, so eine angespannte Musik, könnte man sagen. Auch nicht schlecht unbedingt, ja. Also die Musik war echt nicht schlecht in dem Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil halt alles drumherum so ein bisschen Kraut und Rüben war, aber der Sound war halt eigentlich wirklich nicht schlecht in dem Spiel. Und nur weil ich das Spiel an sich schlecht fand, muss man ja nicht jeden Unterpunkt als automatisch schlechter bewerten, als er eigentlich ist. Dementsprechend habe ich da auch noch 8 Punkte vergeben für den Sound. Wie gesagt, er war halt passend. Ja, ich hätte mir ab und an ein bisschen was Actiongeladeneres gewünscht. Und eventuell, also halt insbesondere für die Bosse. Ne? Aber an sich solide und eigentlich ziemlich gut. Einfach nur. So. Mehr gibt zum Sound eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Dieses Mal hatte der Sound, gab dieses eine Stück in der Menschen, die so ein bisschen lauter war ab und an. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört. Also, habe ich schon gesagt, wie viele Punkte ich gegeben habe? Not quite sure. Also ich habe 8 Punkte vergeben, ja? Habe ich das schon gesagt? Das ist ja total blöd, wenn ich das wieder gesagt habe. Das ist immer derselbe Trick, wo man sich während des Redens in andere Gedankenfäden verwirrt. Und verwurschtelt, da hast du keine Chance mehr. Da kannst du dich an nichts mehr erinnern, was du vor 30 Sekunden gesagt hast. So, jetzt bin ich mir aber sicher, dass ich die Punkte für den Sound gesagt habe, deswegen gehen wir jetzt mal weiter zum Gameplay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ziemlich schnell, ziemlich krass keine Lust mehr auf das Spiel. Weil ich wieder gemerkt habe, dass es mit diesen klassischen Einmal-Traps um sich schmeißt, weißt du? Diese Traps, die absolut und nur, weißt du, die siehst du einmal, dann dodgst du die. Immer wieder und immer wieder, ja. Und das passiert halt zwischen Save und Save echt x-mal. Und das finde ich super öde langweilig. Mal ganz ehrlich. Da kommt noch dazu, dass die Bosse echt lame waren. Ich habe ja nur einen wirklich gespielt, aber der war ziemlich lame.
Und ich glaube, die anderen Bosse, also ich weiß nicht, Fledermaus-Boss hätte eventuell noch Spaß gemacht, diesen Eishund oder was auch immer das am Ende da war. Den habe ich mehr oder weniger gar nicht mehr wirklich aktiv erlebt, weil der nur von der einen Seite zur anderen gelaufen ist, während Eisdingser nach oben geflogen sind, keine Ahnung. Also die Bosse kamen alle ziemlich lame vor, ja. Und dann waren leider Gottes die Stages halt auch nicht so sonderlich dolle. Es gab ab und an mal so ein paar Features, die ganz lustig waren. Also ich fand zum Beispiel das mit dem Schlüssel einsammeln und dann vor den Dingern weglaufen, das war ganz cool. Ja. Aber ansonsten ist es halt echt super relativ gewesen. Waren ein paar Sprungeinlagen dabei, die echt nicht schwer waren. Der Teufel hat mich am Anfang ein bisschen aufgeregt. Aber, und mal, was man natürlich jetzt auch noch dazu sagen muss, die Stages waren jetzt alle nicht sonderlich lang, ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Stages die erste Welt hatte, aber irgendwie, das würde ich nicht schätzen, also mehr als 5 würde ich sagen, nicht. Und vielleicht ist 5 auch schon ein bisschen hochgegriffen, ja. Also war überall nicht, keine Ahnung, also, und das kommt auch dazu, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sich bei mir der große Spaßfaktor eingestellt hat. Es war halt in der Regel so, ja, okay, jetzt laufe ich mal ein bisschen durch. Wie gesagt, an der Dingsi-Stelle war das ganz cool. An dieser einen Stelle, wo ich den Schlüssel gesammelt habe, ich glaube, da gab's auch nur eine, später gab's dann noch mehr Räume, da hatte ich dann, glaube ich, schon den God-Mode an. Also das war, also im Endeffekt hat mir von den, na, was würde ich denn sagen, wie viele Räume habe ich denn gespielt? So, ja, 6, 7, 8. Wie gesagt, die Dingsies waren ja nicht lang, die Stages, und dann halt der Bossfight und dann die nächste Raum, und das war so ziemlich der einzige, der wirklich cool war. Ne? Die anderen waren alle so, naja, okay, gut. Dementsprechend habe ich für das Gameplay auch nur 3 Punkte vergeben. Weil, wie gesagt, wenn sich bei mir halt nicht der Spaß anstellt und ich halt merke, dass es eigentlich, ja, keine Ahnung, also entweder man konnte es nicht besser machen, oder man wollte es nicht besser machen, aber ich hatte das Gefühl, dass da so viel mehr theoretisch geht noch, auch mit dem, was integriert ist in das Spiel, dementsprechend, also insbesondere außer ein paar lame Traps, wie gesagt, die Traps haben mich aufgeregt, insbesondere in dem Raum, wo ich dann im Endeffekt den Game Mode angemacht habe. Warum sag ich immer Game Mode, Alter? Den God Mode angemacht habe, da ist mir die Lust halt wirklich richtig vergangen. Weil eine Trap nach der anderen gespammt wurde, einfach nur, das ist echt der Shit. Ja. 3 Punkte habe ich schon gesagt. Gehen wir mal zur Kreativität. Und hier muss man sagen, na gut, wie gesagt, ne? Traps gibt es x tausende Spiele schon von. Die Traps waren alle ziemlich lame. Ja, ich habe gerade versucht, mich an eine Trap zu erinnern, die nicht ziemlich lame war, aber ich glaube, die waren alle ziemlich lame. Es wurde versucht, sowas wie eine Hintergrundstory zu implementieren. Glaube ich zumindest. Mit dem komischen Krokodilviech, was ab und an da durch die Gegend geflogen ist und einen von A nach B teleportiert hat. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte, ich weiß es nicht. Da war sowas wie ein kreativer Faden noch irgendwo. Es gab ein paar Gimmicks, wie gesagt, die Sache mit dem Schlüssel war ganz cool. Dann gab es ja später noch diese Pinguine, die durch die Gegend gerutscht sind zum Beispiel. Das war auch ganz okay. Also es gab schon ein paar Gimmicks, die ganz cool waren. Ja? Auch diese Augen, die schießen die ganze Zeit, wo du dann durch musst. Das war schon ganz okay. Und auch so von dem kreativen Denkprozess dahinter war es auch ganz okay. Das Ding ist, die super krassen Neuheiten hat das Spiel halt echt nicht rausgehauen. Und auch in Betracht auf sowas wie die Misogami-Anspielung zum Beispiel, wo der Typ einfach zwei Sprechblasen sich über den Kopf hält, das war halt auch ziemlich lame. Und die Kreativität ist da, sagen wir so, da hat der Typ keine Kreativitätspunkte gesammelt unbedingt. Was ich allerdings ganz cool fand, ne, war, dass man in dem God-Mode als Chicken verwandelt wurde. Das ist, glaube ich, der erste Mensch, der überhaupt irgendwas anderes an dem Charakter gemacht hat oder irgendwie angezeigt hat, dass man jetzt im God-Mode ist. Außer halt, dass man Dinge kriegt. Das fand ich ganz cool. Das fand ich auch an sich, ja, eine kreative Idee, kann man schon sagen.
Ja, und das war's eigentlich auch. Also, so sehr viel mehr zur Kreativität gibt es gar nicht zu sagen. Es war wieder so mittelprächtig. Ja. Und mittelprächtig bedeutet eigentlich so 5 Punkte und genau die hat das auch für die Kreativität bekommen. Wie gesagt, ich fand das Hühnchen ganz cool, es waren ein paar ganz coole Features, aber es hat das Rad halt nicht neu erfunden. Es hat wohl eher ein paar Versionen vom Rad benutzt und versucht damit irgendwie was anzufangen. Im Endeffekt wurde das Spiel die 5 Punkte gesammelt, Schlüssel, die man sammeln konnte, im Endeffekt die Pinguine und das Hühnchen. Ja, und eventuell der Versuch einer Story irgendwie, irgendwo. Auch wenn ich es nicht verstanden habe. Aber, ne? Da kommen die 5 Punkte her. Ja, damit hat das Spiel insgesamt, ist auch gut, wenn man sich das vorher nicht zusammenrechnet. Können wir mal gerade rechnen. 21 Punkte, glaube ich. Dürften 21 sein. 12, 15, 20, 21, ja. 21 Punkte. Ist ganz okay, denke ich. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte das Spiel letztes Jahr bekommen hat. Also der Vorgänger davon. Der war, wenn ich recht entsinne, auch echt noch ein Zacken schlechter. Müsste ich eventuell mal nachgucken. Aber meiner Meinung nach hat es zumindest Improvement gegeben, weil letztes Jahr das Game war halt auch schon ziemlich schlecht. Einfach nur. Ja. Wie gesagt, wenn es nächstes Jahr wieder ein Contest gibt und da kommt dann I Wanna Find the Sealed Power 3. Ich weiß auch gar nicht, ob er das erste Spiel überhaupt fertig gemacht hat. Das sind auch halt so Sachen. Weißt du, da stand jetzt auch wieder am Ende End of Alpha. Ob das Spiel jemals fertig gemacht wird? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde sogar bezweifeln, um ehrlich zu sein. Weil diese Spiele, das ist in der Regel, irgendwann verliest du die Lust daran weiterzubauen und dann liegt das brach, könnte man sagen. Ja. 21 Punkte. Morgen sehen wir I Wanna Kill the Memes von Random Fangamer. Hoffe, dass der ein bisschen besser ist. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.